Wir waren unter anderem an der Studie beteiligt, wo wir vorher gerade die Zahlen gesehen haben, wie sich die Verkehrsmengen entwickeln werden, wenn verschiedene Szenarien eintreten, wenn die Autobahn gebaut wird, wann die Stadtstraße gebaut wird und wann nicht. Ich kann nur die Ausführungen vorher bestätigen. Da werden immer sehr selektiv die Zahlen verwendet, je nachdem, was gerade genehm ist. Das wird dann gerade veröffentlicht. Man kann aber generell sagen, Hauptaussage eigentlich der Studie war, wenn man den Lobautunnel baut, kommt es nicht zu einer Entlastung der Tangente, sondern es sind 2030 genauso viele Fahrzeuge auf der Tangente unterwegs wie heute oder wie in dem Referenzjahr, also im Jahr 2015. Das heißt, die Tangente wird nicht entlastet, außer, und das ist, der große Punkt, außer man setzt bestimmte andere Maßnahmen um. Das ist eben der Öffi-Ausbau, das ist die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung. Und dann ist es fast egal, ob man dann noch Straßen baut oder nicht, aber die wirklich wirksamen Maßnahmen entstehen durch die Parkraumbewirtschaftung und durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Kurz noch auf ein paar Punkte eingehen. Ein bisschen das größere Ganze im Blick. Ich finde es gerade in Zeiten wie diesen, wir werden später noch hören wahrscheinlich, total unverantwortlich noch auf eine Infrastruktur oder auf fossile Infrastrukturen zu setzen und sich dadurch in Abhängigkeiten zu begeben, aus denen man schwer wieder rauskommt und die auch noch massive geopolitische Folgewirkungen haben. Da sollten wir möglichst schnell herauskommen aus diesen Abhängigkeiten und auch aus allen Investitionen, klarerweise. Jede Investition, die wir noch in dieses fossile System tätigen, verlängert, verstärkt sogar die Abhängigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt noch Autobahnen bauen, die ja über einen Zeitraum von 40, 50, wenn nicht mehr Jahren dann bestehen, die erhalten werden müssen, dann kann man sich vorstellen, dass das komplett absurd ist, wenn wir in 10 Jahren eigentlich quasi die Kehrtwende schaffen müssen, in 20 Jahren eigentlich klimaneutral sein wollen. Es ist also völlig fahrlässig, jetzt noch Geld in solche Infrastrukturen zu stecken. Und selbst aus der verkehrsplanerischen Perspektive, es ist vorher schon angesprochen worden, gibt es jetzt keine Notwendigkeit für zusätzlichen Straßenbau, wenn man vorhat, die selbstgesteckten Ziele einzuhalten. Der Bund hat das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein. Die Stadt Wien hat das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein. Die Stadt Wien, ist auch schon angesprochen worden, hat das Ziel, den Autoverkehrsanteil innerhalb von Wien von 27% aktuell auf 15% zu reduzieren. Das ist fast eine Halbierung. Wenn man sagt, okay, ein bisschen mehr Leute werden nach Wien ziehen, sind das 40% weniger Autofahrten, die in nicht einmal 10 Jahren in Wien stattfinden sollen. Trotz Bevölkerungswachstum, trotz 60.000 mehr Leuten in der Donaustadt, in den Stadtentwicklungsgebieten. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wofür für 40% weniger Autos wir dann neue Straßen brauchen. Ja. Bravo! Bevor ich noch kurz auf die Alternativen zu sprechen komme, mag ich auf das Wording der Alternativen noch kurz eingehen. Weil Alternative heißt ja irgendwie, dass es eine Lösung gäbe und zu der sucht man jetzt eine andere Lösung, die die gleichen Ziele erfüllen würde. Tatsache ist aber, dass der Lobautunnel, die Stadtstraße, ja die Probleme nicht löst, sondern verstärkt, die Abhängigkeiten verstärkt, mehr Autoverkehr in das bestehende Straßennetz hineinpumpt. Weil die Leute bleiben ja nicht nur auf der Autobahn, die wollen ja irgendwo hin, die kommen ja irgendwo her. Und das ist natürlich aus der Stadt. Das heißt, selbst wenn wir rund um die Stadt eine neue Autobahn bauen, die meisten Leute wollen ja nicht an der Stadt vorbei, sondern die wollen in die Stadt hinein oder aus der Stadt raus. Das heißt, die tauchen, auch wenn sie einmal auf der Autobahn sind, irgendwo wieder im unterrangigen Straßennetz auf. Dort, wo wir alle wohnen. Und das wollen wir nicht, dass die dort auftauchen, weil dort ist jetzt schon genug Verkehr und wie gesagt, wir wollen eher weniger Autoverkehr als mehr Autoverkehr haben. Das heißt, diese Alternative oder diese Lösung, die durch die Stadtstraße oder generell den Straßenbau versprochen wird,
das ist ja keine Lösung, sondern die einzige Lösung, die wirklich funktioniert, ist ja der Ausbau der Alternativen. Der öffentliche Verkehr und hat jetzt zum Glück schon begonnen, das flächendeckende Parkpickel, das doch deutliche Folgewirkungen haben wird, auch auf den Einpendelverkehr, auch auf den Autoverkehr innerhalb von Wien. Die Maßnahmen, diese, ich mag nicht sagen Alternativen, aber die Maßnahmen, die wirklich notwendig sind, die liegen ja ohnehin schon am Tisch, ist teilweise schon angesprochen worden von Schnellbahn, Taktverdichtungen, Ausbau, neue Stationen, Regio-Tram, Straßenbahnen über die Stadtgrenze hinaus, neue Straßenbahnlinien, Expressbuslinien, Radschnellverbindungen. Die Konzepte gibt es alle in einer großen Anzahl. Es geht eigentlich nur darum, wo man anfängt und wie schnell man das Ganze umsetzt. Das Parkpickel, ich habe es kurz erwähnt, geht schon in die richtige Richtung, schafft teilweise schon auch die Flächen, die dafür notwendig sind. Aber wie gesagt, wenn wir vorhaben, in nicht einmal 10 Jahren 40% weniger Autofahrten in Wien zu haben, dann müssen wir auch was dafür machen. Dann muss man die Möglichkeiten schaffen, auch damit die Leute nicht mehr vom Auto abhängig sind, sondern mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs sein sollen. Da geht es aber auch um die Stadtplanung an sich, weil die Leute ja nur unterwegs sein müssen, wenn sie ihre täglichen Ziele nicht in einem Umfeld vorfinden, in einem Umkreis vorfinden, wo sie das zu Fuß oder vielleicht mit dem Rad zurücklegen können. Das heißt, gerade in der Donaustadt geht es darum, Arbeitsplätze zu schaffen, auch die Nahversorgung zu schaffen, damit die Leute eben nicht aufs Auto angewiesen sind und nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen, sondern alles auch in der lokalen Wohnumgebung vorfinden können. Damit auch schon abschließend, ich finde es einen Skandal, dass sich die politisch Verantwortlichen seit Monaten nicht bereit erklären und sich jeglicher Diskussion, jeglicher öffentlichen Diskussion entziehen. Es werden immer nur irgendwelche Werbeinserate geschalten. Man hört nur in irgendwelchen Interviews irgendwelche halb verfälschten Aussagen, aber es gibt keine öffentliche Diskussion, der sich ein Politiker und eine Politikerin gestellt hätte, wo man sie mit den Fakten konfrontieren könnte. Das ist ein Skandal, weil so ist halt keine Diskussion möglich. Und trotz der ganzen Gesprächsangebote, die alle hinter verschlossenen Türen stattfinden, es gibt keine öffentliche Diskussion zu diesen Möglichkeiten. Und das ist Absicht. Ja, es gab ja auch die Versuche, die Leute mundtot zu machen, die sich dagegen aussprechen mit Jagddrohungen etc. Ist schon klar, aber das muss man natürlich einfordern, dass diese Diskussion stattfindet. Und schließlich... Und schließlich die Forderung nach einem sofortigen Baustopp, weil das Erste, was man in einer Situation machen sollte, wenn man nicht genau weiß, was man machen will, dass man mal aufhört, das Falsche zu tun. Das heißt, Baustopp, genau. Wie gesagt, die Infrastruktur, hochrangige Straßeninfrastruktur, hat eine Lebensdauer von 50 Jahren und mehr. Es ist völlig unverantwortlich, das in einer Situation wie heute noch zu bauen. Wie gesagt, wenn wir weniger Autoverkehr, weniger Emissionen haben wollen. Das heißt, es geht darum, die Projekte, die jetzt noch geplant sind, einmal zu evaluieren. Das muss auch von der Stadt Wien ausgehen und deshalb auch der Appell an die Stadt Wien, dass sie endlich auch in Gespräche mit dem Bund tritt und gemeinsam hier Lösungen findet, um die Abhängigkeit vom Auto eben zu reduzieren und um Lösungen für Wien zu finden. Danke.